Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Funktionsprinzipien von Messgeräten. Wir schauen uns einmal verschiedene Messprinzipien für Strom und Spannung an in einer Übersicht und gehen dann auf Drehspulinstrument und Dreheiseninstrument genauer ein. Dann schauen wir uns ein Multimeter an und zum Schluss noch zwei Folien zum Messen von Strom. Ja, welche Messprinzipien gibt es? Es gibt einmal elektromagnetische Messverfahren, wie beim Drehspulinstrument oder Dreheiseninstrument. Das sind Zeigerinstrumente und das sind schon sehr klassische Instrumente, die es seit vielen Jahrzehnten gibt. Seit etwas neuerer Zeit, aber auch schon einige Jahrzehnte, gibt es elektronische Anzeigen. Zum Beispiel als Flüssigkristallanzeigen, also LCD. Die haben alle gemeinsam, dass die Werte für Strom oder Spannung zunächst einmal mit einem Analog-Digital-Wandler in digitale Signale umgesetzt werden und dann digital weiterverarbeitet werden. Es gibt einfache optische Spannungsprüfer, die jetzt nicht quantitativ, sondern nur qualitativ messen können. Sie können sich auch eine kleine LED vorstellen, um am Motorrad beispielsweise bei 12 Volt messen zu können, ob Spannung da ist oder nicht. Wenn Sie genauer messen wollen, dann können Sie ein Oszilloskop verwenden. Hier gibt es die älteren Oszilloskope, die mit einem Elektronenstrahl funktionieren, also ein wieder anderes Messprinzip, oder eben digital arbeiten mit einem Analog-Digital-Wandler und dann einem digitalen Display, zum Beispiel ein LCD-Display, wie von einem Computermonitor. In dieser Folge wollen wir uns zunächst einmal mit den elektromagnetischen Zeigerinstrumenten beschäftigen, weil sie immer noch sehr verbreitet sind und einfach zum Ablesen sehr angenehm und praktisch. Wir beginnen mit dem Drehspulinstrument und schauen uns zunächst einmal die Grundidee an. Ein Drehspulinstrument besteht aus einer Spule in einem Magnetfeld, im Zweifelsfall im Magnetfeld eines Dauermagneten. Wenn durch die Spule Strom fließt, so wirkt sie wie ein Elektromagnet. Das habe ich einmal hier angedeutet durch diesen kleinen Stabmagnet. Und Sie können sich schon vorstellen, was passiert. Der Südpol wird vom Nordpol angezogen und die Spule dreht sich. Um genau zu sein, wirkt hier der Effekt der Lorentzkraft. Die Lorentzkraft besagt, dass ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld sich bewegt. Das heißt also, dieser Leiter, der durch Strom durchflossen ist, im Magnetfeld würde jetzt nach rechts abgedrängt. Letzten Endes wäre das derselbe Effekt. Die Spule dreht sich im Magnetfeld, wenn Strom hindurchfließt. Die Kraft, oder in dem Fall das Moment, ist stärker, wenn der Strom stärker ist. Und wenn wir eine Rückstellfeder noch anschließen und einen Zeiger anbringen, so ist der Zeigerausschlag direkt proportional zum Strom, der durchfließt. In der Praxis ist die Ausführung ein bisschen anders. Man baut den äußeren Magneten so, dass er möglichst dicht an der Spule dran ist und möglichst auch kreisförmig um die Spule herum geht. Außerdem bringt man noch einen Eisenkern in der Spule an. Der sorgt zusätzlich dafür, dass der Magnetfluss besser geführt wird und vor allem sorgt er dafür, dass in diesem Spalt, in dem die Spule sich bewegt, das Magnetfeld überall gleich groß ist. Damit bekommen wir unabhängig von der Position immer das gleiche Moment, wenn Strom hindurchfließt.
Und das bedeutet, dass wir eine lineare Skalierung von der Anzeige bekommen. In vielen praktischen Ausführungen ist der Aufbau etwas vereinfacht. Man ersetzt den Eisenkern durch einen Dauermagneten. Und außenrum baut man einen Eisenrückschluss. Das kann ein etwas dickeres Blech sein und insofern vergleichsweise einfach zu fertigen. Wir schauen uns diese Version einmal an in einem konkreten Beispiel. Wir sehen nämlich hier ein solches Drehspulinstrument als Foto. Und ja, an den Seiten sehen wir jeweils die elektrischen Zuführungen. Wir sehen hier die drehbare Spule. Wir sehen hier die Rückstellfedern, die diese Spule zurückdrückt. Die sind gleichzeitig die elektrische Zuleitung zu der drehbaren Spule. Dann sehen wir hier den Dauermagneten, der tatsächlich hier anstelle eines Eisenkerns in der Mitte der Spule angeordnet ist. Und außenrum sehen Sie hier ein etwas dickeres Blech, was so rund gebogen ist. Das ist der magnetische Rückschluss. Und hier in diesem Spalt dazwischen, dort kann sich die Spule bewegen. Hier ist das Magnetfeld mehr oder weniger über der gesamten Länge konstant. Und der Zeiger zeigt uns das Ganze dann an. Ein solches Drehspulinstrument, fassen wir nochmal zusammen, funktioniert durch die Lorentzkraft. Und ein Drehspulinstrument kann sowohl positiv wie auch negative Ausschläge bringen, denn wenn der Strom in die entgegengesetzte Richtung wirkt, wird die Lorentzkraft auch entgegengesetzt. Das heißt, der Zeiger zeigt einmal in die eine Richtung bei einem positiven Strom und in die andere Richtung bei einem negativen Strom. Wenn wir jetzt einen Wechselstrom haben oder überhaupt einen sich ändernden Strom, dann zeigt dieses Messgerät den Mittelwert an. Zumindest wenn die Änderung so schnell ist, dass die Mechanik nicht mehr folgen kann. Das heißt, um Wechselstrom zu messen, ist dieses Gerät nicht geeignet, denn es würde bei Wechselstrom immer 0 anzeigen. Die positiven und die negativen Ausschläge wären gleich groß und würden gar nicht dazu führen, dass der Zeiger ausschlägt. Der Vorteil von dem Messgerät ist, es hat eine lineare Skalierung, und der Nachteil, wie wir gerade gelernt haben, es ist nicht für Wechselstrom geeignet. Dieses Gerät wird auch sehr häufig genommen, um Spannungen anzuzeigen. Es ist so, dass diese drehbare Spule meistens, wie hier in dem Bild auch zu sehen, mit sehr feinem, dünnen Draht ausgeführt ist. Sie sollte also möglichst leicht sein. Der Strom, der hindurchfließt, sollte nicht groß sein. Deswegen nimmt man eben Anwendungen, wo ein kleiner Strom gemessen wird, aber eben entsprechend eine Spannung mit vielen, vielen Windungen eben. Merken wir uns, Drehspulinstrumente werden meistens für Spannungsmessungen verwendet und sind eben nicht für Wechselstrom geeignet. Kommen wir nun zum Dreheiseninstrument. Das Prinzip basiert wieder auf einer Spule, aber wir haben jetzt keinen Magneten dabei, sondern nur Eisenstückchen. Wir haben ein gebogenes Eisenblättchen vielleicht, was einmal fest ist, am Gehäuse verbunden, und dann eins, was praktisch angepasst ist, was praktisch da drin liegt, das beweglich ist. Wie kriegen wir jetzt da ein Messinstrument draus gebaut? Nun, ganz einfach, wir befestigen zunächst einmal an dem beweglichen Eisenblättchen einen Zeiger und eine Rückstellfeder. Und dann machen wir eine Skala. Und wie kriegen wir jetzt den Zeiger zum Ausschlagen? Nun, ganz einfach, wir schicken Strom durch die Spule. Dann entsteht ein Magnetfeld, was praktisch in die Bildschirmebene hinein gerichtet ist. Das heißt, es ist längs der Spule angeordnet. Dieses Magnetfeld magnetisiert unsere weichmagnetischen Eisenblättchen.
Die haben auf einmal einen Nord- und einen Südpol so angeordnet in der Längsrichtung der Spule. Damit haben wir plötzlich zwei Magnete, die sich gegenüberstehen, bei denen sich dann jeweils Nord- und Südpol gegenüberstehen und die möchten sich abstoßen. Das geht nicht radial, sondern sie können sich höchstens hin und her verschieben. Und in diesem Fall ist es so, dass sie sich eben praktisch in der Drehrichtung verschieben. Ich gehe noch einmal zurück. Wenn wir keinen Strom haben, sieht das Ganze so aus. Wenn wir Strom einschalten, dann verschieben sie sich und am liebsten würden sie sich so weit verschieben, dass sie gar nicht mehr überlappen. Das verhindert jedoch dann die Feder, die Rückstellfeder. Ja, auf die Weise kriegen wir einen Ausschlag des Zeigers, der mit zunehmendem Strom zunimmt. Leider nicht linear, das heißt, bei größeren Strömen werden die Ausschläge tatsächlich auch noch größer, das heißt, unsere Abstände sind also dann zunehmend. Fassen wir einmal zusammen, unsere Weicheisenkerne in der stromdurchflossenen Spule stoßen sich also ab. Das ist das Messprinzip. Die Anordnung misst den Effektivwert. Warum? Nun, für die Abstoßung der beiden Plättchen, dieser Magneten, ist es egal, in welcher Richtung der Strom fließt. Dann sind zwar Süd- und Nordpol vertauscht, aber für beide Plättchen und beide würden sich dann weiterhin in dieselbe Richtung abstoßen. Das heißt, das Dreheiseninstrument misst praktisch den Betrag. Und wenn man genauer hinschaut, so stellt man fest, dass das Dreheiseninstrument sogar den Effektivwert einer sich ändernden Größe misst. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, unabhängig von der Stromrichtung misst das Gerät immer in dieselbe Richtung. Das heißt also, für Wechselstrom ist es ebenfalls geeignet und misst dann auch noch direkt den Effektivwert. Das ist sehr praktisch. Außerdem ist es so, dass die Spule, durch die der Strom fließt, sich nicht bewegen muss. Das heißt, sie kann massiv groß aus dickem Draht gebaut sein. Das heißt, dieses Messgerät ist ziemlich gut für große Ströme geeignet. Der Nachteil, es hat eben eine nichtlineare Skalierung. Das muss man dann eben bei der entsprechenden Herstellung der Skala mit berücksichtigen. Von außen sehen Sie einem Messgerät oft nicht an, ob es ein Drehspulinstrument oder ein Dreheiseninstrument ist. Deswegen sind meistens auf den Skalen selber Symbole aufgebracht. Sie sehen hier das linke Instrument, ein linkes Symbol für das Drehspulinstrument und das rechte Symbol für das Dreheiseninstrument. Das Drehspulinstrument symbolisiert einmal den Dauermagneten, der das Magnetfeld erzeugt, und die Spule, die dann sich durch die Lorentzkraft in diesem Magnetfeld dreht. Bei dem Dreheiseninstrument ist die Spule symbolisiert und ein Eisenkern in dieser Spule dargestellt, der dann eben entsprechend, egal bei welchem Stromfluss, sich bewegt in dieselbe Richtung. Sie finden auf Messgeräten normalerweise auch noch Symbole, die angeben, ob das Gerät horizontal oder vertikal betrieben werden muss. Das heißt, horizontal betreiben heißt, man legt es flach auf den Tisch. Vertikal betreiben heißt, man schraubt es senkrecht in eine Tafel an einer Wand ein. Überlegen Sie einmal kurz, warum das einen Unterschied macht. Warum Sie beispielsweise ein Gerät, was normalerweise horizontal betrieben wird, nicht senkrecht betreiben können. Was würde dann falsch sein? Stoppen Sie einmal kurz und dann hören wir uns gleich wieder. Die Antwort ist klar. Die Schwerkraft macht unser Gerät ungenau. Das heißt, die Schwerkraft würde den Zeiger, wenn er praktisch auf Null steht, ein wenig anziehen und auf die Weise eben einen kleineren Wert ergeben. Oder wenn der Zeiger über den senkrechten Punkt hinaus ist, würde die Schwerkraft den Zeiger ein bisschen weiter drücken. Das heißt, dann würden wir also einen Messfehler machen. Was auf Messgeräten oft auch noch auf der Skala dargestellt ist, ist die Prüfspannung.
die wird in einem solchen Stern dargestellt und wird immer in Kilovolt angegeben. Jetzt kommen Sie bloß nicht auf die Idee, wenn Sie lesen, Prüfspannung 2 Kilovolt, dass Sie dann mit dem Messgerät versuchen, 2 Kilovolt zu messen. Das wird das Messgerät sehr wahrscheinlich zerstören. Aber was ist dann damit gemeint? Ganz einfach, damit ist gemeint, dass einer der Pinne als Referenzpotential sozusagen eine andere Spannung als das Erdpotential haben darf. Und der zweite Pin, den Sie dann haben, der darf dann eine geringe Spannung mehr oder weniger als dieses Referenzpotential haben. Damit können Sie beispielsweise kleine Spannungsunterschiede messen an einer Leitung, die eh schon unter Spannung steht. Prüfspannung bedeutet also unterm Strich die Spannung, die das Gehäuse des Messgerätes gegenüber Erde aushalten muss. Kommen wir nun zum Multimeter. Ein Multimeter kann Spannungen, Ströme, Widerstände und manchmal noch mehr Größen messen. Die Details dazu werden Sie sicherlich im Praktikum kennenlernen, aber ich möchte Ihnen schon mal so ein klein wenig eine Einführung geben. Bei einem Multimeter haben Sie meistens einen großen Knebel, mit dem können Sie auswählen, was Sie denn jetzt messen wollen. Das heißt, Sie können auswählen, ob Sie jetzt Ströme messen wollen, so wie das jetzt hier dargestellt ist. Ob Sie Spannungen messen wollen, dazu müssen Sie den Knopf in diese Richtung hier drehen. Und ob das Gleichstrom oder Wechselspannung ist, das können Sie hier in diesem Gerät hier mit dem Knauf hier einstellen. Manchmal muss man dazu auch einen zusätzlichen Schalter drücken. Und es gibt hier einen größeren Bereich, dieser hier, den können Sie wählen, um Widerstände zu messen. So, dieses Gerät jetzt hat hier noch zusätzlich eine Funktion zum Diodenmessen und zum Messen von Transistoren. Das hat nicht unbedingt jedes Messgerät, jedes Multimeter-Messgerät. Ja, bei einem digitalen Multimeter müssen Sie normalerweise selber darauf achten, welchen Bereich, ob Sie Spannungen oder Ströme messen. Wenn Sie tatsächlich Spannungen messen wollen und das auf Strom stehen haben, das ist sehr schlecht. In der nächsten Folge sehen wir, was das für Folgen haben kann. Ansonsten ist bei einem digitalen Multimeter die Digitalanzeige eigentlich soweit selbsterklärend. Das heißt, man liest den Wert ab in der Einheit, die hier gerade ausgewählt ist. Hier ist also der Vollausschlag 20 M, das sind also 20 Milliampere. Das heißt, man hat die Anzeige hier in Milliampere als Beispiel. Bei einem Zeigerinstrument wird die Sache schon etwas komplizierter. Hier müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Auch bei einem Zeigermultimeter haben wir hier so einen Knauf, mit dem wir also tatsächlich auswählen können, ob wir, wie hier in dem Fall, Spannungen messen oder Ströme messen oder einen Widerstand messen. Aber in dem Fall müssen wir auch beim Ablesen noch ein klein wenig nachdenken. Der Messbereich, auf den das Messgerät gestellt ist, wie in diesem Fall, der gibt nämlich immer an den Vollausschlag des Zeigers. Das heißt, wenn wir also jetzt hier das Gerät auf 1000 stellen, dann bedeutet das, dass wenn der Zeiger also bis hier hinten an den rechten Rand geht, wir genau 1000 Volt messen. Wenn die Spannung niedriger ist, dann wird entsprechend ein geringerer Wert angezeigt. So, welchen Wert zeigt denn jetzt hier unser Zeiger an? Wir wissen, bei Vollausschlag zeigt er 1000 Volt an. Jetzt haben wir hier verschiedene Skalen. Die eine endet bei 250, die andere bei 50, die andere bei 10. 10 ist relativ bequem umzurechnen in 1000. Wir müssen einfach nur zwei Nullen dranhängen. Das heißt, wir müssen also am besten auf dieser Skala hier ablesen, wo am Ende eine 10 ist, damit wir einfach bloß das Komma verschieben brauchen. Das bedeutet, wenn wir hier am Ende 1000 Volt haben, haben wir also an dieser Stelle, wo die 8 steht,
müssen wir zwei Nullen dranhängen, macht 800 Volt. Hier sind entsprechend 600, 400, 200 Volt. Und unser Zeiger zeigt demnach also jetzt gerade genau 800 Volt an. Machen wir noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten unseren Knauf jetzt auf den Skala, auf den Wert 2,5 eingestellt. Das heißt, bei Vollausschlag hätte unser Zeiger 2,5 Volt. Wir schauen mal, welche Möglichkeiten wir haben. 250, 50, 100. Ich würde sagen, die oberste Skala, die ist am bequemsten, weil wir nämlich hier einfach das Komma verschieben müssen. Wir machen aus der 250 eine 2,5. Entsprechend hier machen wir eine 2,0, eine 1,5, 1,0, 0,5 raus. Und jetzt können wir ablesen, in dieser Stellung unseres Multimeters lesen wir jetzt hier an der blauen Skala ab. Und an dieser Stelle hat dann der Zeiger den Wert von 2,0 Volt. Das heißt, beim Analogmultimeter ist es nicht nur wichtig, den Messbereich richtig einzustellen, sondern es ist vor allem wichtig, dann auch noch an der richtigen Skala abzulesen. Ja, weitere Details lernen Sie im Praktikum. Dort lernen Sie zum Beispiel, dass man zunächst einmal mit dem größten Messbereich anfängt und dann Stück für Stück herunterschaltet. Dort lernen Sie auch, was Sie noch alles beim Messen falsch machen können. Vielleicht haben Sie den Praktikumsversuch ja sogar schon gemacht und haben Erfahrungen gesammelt, vielleicht auch außerhalb der Universität. Was kann man beim Messen mit dem Multimeter alles falsch machen? Nehmen Sie mal ein Blatt Papier und schreiben so einige Punkte auf. Drücken Sie so lange Pause, dann geht es gleich weiter. Ja, sie war nicht der Einzige, der beim Messen was falsch gemacht hat. Im Laufe der Semesters haben wir etliche Punkte gesammelt und eine ganze Liste zusammengefunden, die alles angibt, was man falsch machen kann. Ich möchte da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Lesen Sie sich die einmal in aller Ruhe durch, vielleicht indem Sie jetzt noch einmal auf Pause drücken. Und ich hoffe, dass beim nächsten Versuch im Praktikum Sie diese Fehler nicht machen. Als letzten Punkt in dieser Folge schauen wir uns an, wie man elektrischen Strom misst. Nun, Strom lässt sich natürlich direkt elektromagnetisch messen. Um genau zu sein, das Drehstuhlinstrument und das Dreheiseninstrument, das ich Ihnen eben vorgestellt habe, misst praktisch direkt den Strom. Der Ausschlag des Zeigers ist proportional zum Strom. In vielen Fällen heutzutage hat man aber nur die Möglichkeit, Spannung zu messen. Gerade wenn Sie die Messwerte digital auswerten wollen, so werden Sie mit Sicherheit dann an diesem Gerät dann nur einen Spannungsmesseingang haben und eben nicht direkt den Strom messen können. Das heißt, Sie müssen den Strom indirekt durch Spannungsmessung messen. Dazu gibt es mehrere Verfahren. Auf die ersten zwei möchte ich nur kurz eingehen. Sie können also das Magnetfeld des Stroms messen. Das geht am besten mit einem Hall-Effekt-Sensor. Und ein typisches Beispiel für eine solche Messung ist die elektrische Stromzange, in der dann ein solcher Hall-Effekt-Sensor direkt eingebaut wird. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Stromübertrager zu verwenden. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Transformator, der dann vielleicht einen kleinen Strom in eine vergleichsweise hohe Spannung transformiert, die sich dann vernünftig messen lässt. Das ist allerdings nur für Wechselstrom geeignet. Gleichstrom kann auf die Weise nicht gemessen werden. Zum Schluss kommen wir noch zur Messung mit einem kleinen Widerstand oder einem sogenannten Shunt-Widerstand. Das ist eine sehr verbreitete Möglichkeit, um indirekt den Strom zu messen.
Und weil das so verbreitet ist, möchte ich da noch einmal genauer drauf eingehen. Stellen Sie sich also nun vor, wir hätten hier eine Leitung, durch die ein Strom fließt und wir würden gerne diesen Strom messen wollen. Das machen wir, indem wir in die Leitung einen Widerstand einbauen und dann die Spannung an diesem Widerstand messen. Ein solcher Widerstand wird, wie ich schon sagte, Shunt-Widerstand genannt. Klar, der Strom ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz, das heißt Ohmes durch den Shunt-Widerstand RS. Wenn wir einen solchen Shunt-Widerstand verwenden wollen, bekommen wir einen Zielkonflikt. Einerseits wollen wir natürlich unsere Schaltung möglichst wenig beeinflussen und wir möchten auch möglichst wenig Verluste in dem Widerstand erzeugen. Das heißt, eigentlich sollte dieser Widerstand möglichst klein sein. Dann haben wir aber möglicherweise auch eine sehr kleine Spannung zu messen, die dann verrauscht ist oder einfach nicht vernünftig messbar ist. Deswegen wäre dann vielleicht ein größerer Shunt-Widerstand hilfreich. Dann würden wir unseren Strom besser messen können. Wie dieser Zielkonflikt ausgeht, das müssen Sie tatsächlich im Detail mit sich selber ausmachen. Typisch ist es jedenfalls, dass man für Shunt-Widerstände Werte im Bereich von einigen Milliohm, 100 Milliohm verwendet, vielleicht auch in den kleinen Ohm-Bereich hinein, 1 Ohm, 5 Ohm, ab 10 Ohm ist es eher selten, da hat man dann schon sehr kleine Ströme, die man dann noch messen kann. Das wären dann also ungefähr die Größenordnung, mit denen Sie bei einem Shunt-Widerstand rechnen können und vielleicht bei der Dimensionierung erst einmal anfangen. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.